Hey, heute möchte ich zeigen, wie man mit dem Laser Schiefer graviert. Dazu habe ich mir auf Amazon einfach zwei Schiefer-Buffetplatten bestellt und diese Buffetplatten, die lege ich einfach in mein Laser-Gravurmaschinchen rein und diese Laserplatten, die sind 30 x 20 cm groß, aber der Laser kann die nur gravieren. Ich muss die Datei erstellen und ich habe mich dazu für diese Katze hier entschieden. Und diese Katze, die hat ganz große Schnurrbarthaare und diese Schnurrbarthaare, die kann ich natürlich mit dem Laser noch ein bisschen hervorheben. Dazu setze ich einfach die passenden Einstellungen ein. Genau, dann drücke ich auf OK, dann beim Laser drücke ich auf Start und schon graviert der Laser auch die kleine Katze, die ich da eben eingerichtet habe. Und wenn das fertig ist, sollte eigentlich, und so siehst du das hier auch, die Gravur ein bisschen tief im Schiefer sein, sodass die Katze sich weiß absetzt. Und das hat ja hier auch hervorragend funktioniert und das war es eigentlich auch schon.